Hi, ich bin der Günther, ich komme aus Dönerbude. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Günther The Broken Story. Heute mit mir selber ein bisschen lauter, wie man vielleicht bemerkt. Wir machen weiter, wo wir aufgehört haben, nämlich in Chillasts Geschichte. Übrigens hat Fragezeichen mir noch ein paar Sachen zu dem Spiel inzwischen geschrieben. Unter anderem ist es gut, dass ich das Gras hier nicht betreten habe, weil man ansonsten im Hauptspiel landet und das Game abstürzt. Beim Kampf gegen Lord Ecke in der letzten Folge sollte eigentlich eine andere Musik spielen, aber ja, die war anscheinend die einzige, die irgendwie nicht mit rübergezogen wurde. Wenn heute wieder irgendwas Beschissenes passiert, kann es sein, dass heute der Frust sehr schnell steigt. Ich habe bisher schon einen scheiß Tag hinter mir und hoffe, dass ich meine Laune ein bisschen bessern kann hier mit der Aufnahme. Sagt mir, hier kann man Starter-Pokémon fangen. Ja, da vorne. Ich glaube, die reden über mich. Bist du sicher, dass du es fangen kannst? Es ist selten. Kein Problem. Schau zu und lerne. Okay. Los, Hansa, schnapp sie dir alles. Ich werde dich fangen. Aha. Okay. Ein Level 1 Level. Ein Schatten-Pokémon. Okay, willst du mich verarschen? Ich hab nur Tackle. Ja, Chillas, was bist du für ein Opfer? Kryptoschlag. Alles klar, Leute. Vor allem ist fucking Chillas nicht dasselbe Chillas, das eigentlich in der Hauptstory von Knuddel spielt. Was? Wie soll ich das jetzt besiegen? Ey, ich sag euch, ich bin gleich tot. Ich verliere den Kampf. Aber das ist ein bisschen nur Heuler. Uff. Ich hab doch nicht locker verlieren können, auch wenn wir noch alt sind. Ihr seht ja, was mir das mit Rupi schon gezogen hat. Chillas hat gewonnen. Wie was? Der Typ gibt mir Geld. Safe. Ja, bei der Spielzeit war ich bei Günther schon fast durch. Werde ich trotzdem fangen. Was ist passiert? Hier ist es dunkel. Wo bin ich? Ah, okay. Chillas, spürst du diese Macht? Zeig mir diese Macht und besiege Mark. Nein. Du weißt schon, wenn du das nicht machst, dann bring ich dich um. Ich soll Mark angreifen, was soll ich jetzt machen? Okay. What the fuck? Das ist voll random! Wir werden immer zusammenbleiben, egal was passiert. Greif mich an, ich halt's schon aus. Ja, ich kann eh keinen Schaden machen, weil ich scheiße bin. What the fuck ist auf einmal? Mark, sei noch da drin. Okay. Nur eine Frage, wie soll ich das jetzt gewinnen? Das ist anscheinend auch wieder derselbe Trainer mit höherem Level. Das heißt, dieses Mal wird das auch noch mehr die... Hä? Hä? Das hat weniger gemacht! Coole Musik, aber ist das hier schon das Finale von der Story? Das wäre ja noch schneller als bei Günther. Und er sendet Fragezeichen. Ja. Also Musik finde ich gut ausgewählt. Wie die eigentlich bei Lord Ecke spielen sollte, war das auch. Ja, gewonnen. Halt sehr intensive Kämpfe, wenn man nur tackeln kann. Chillas hat gewonnen und kriegt ein Level.
Absorber, Alter. Warum glaube ich, das bringt dir nichts, weil das hier der letzte Bosskampf war. Halte dich! Triff ein, diese Musik! Und was ist dieser Ort? Was ist hier auf einmal los? Ich meine, anscheinend hat dieser eine Typ mich gefangen, dieser Hansa. Jetzt auf einmal bin ich an irgendeinem Ort, soll gegen... Gut gemacht, Jill. Hast du aus dem Markt glauben lassen, dass es dich nie gegeben hat und damit hast du deine Aufgabe erfüllt. Weiß aber, ich wollte doch... Und weil du auf der Suche erfüllt hast, muss ich noch einen letzten Zweifel von Mark entfernen. Okay, und zwar dich. Muhahaha, ich hab dich getötet. Dieses Gelächter, es war so ein Wahrheit Darkrai. Aha. Okay, gute Story. Heute besprechen wir den falsche Last. Bin ich langsam behindert? Oder wieso sieht sie mir auf dem Kostümfest aus? Chillast, in einem Gerichtssaal muss man ruhig sein. Wieso sind wir im Gerichtssaal? Ich weiß es nicht! Weil du gestorben bist und wir jetzt überlegen, was wir mit dir tun sollen. Seid so lauter scheiß YouTube. Was? Das kann nicht sein! Nein! Ich weiß, das hört sich hart an, aber du hast kaum Zeit. Denn diese Welt basiert auf Elektro-Tod, was? Ich weiß, was ich tun muss, egal ob ich tot bin oder nicht, ich finde einen Weg zurück. Digga, diese ganzen Sprites, das sind alles so scheiße YouTuber. Du bist anders als die anderen, sie akzeptieren einfach ihren Tod. Warum willst du zurück? Weil Mark mich gerade am meisten braucht, ich spüre das. Tja, aber wie willst du das anstellen? Hier gibt es keinen Weg raus, außerdem glaubt Mark schon, dass es dich nicht gibt. Nee, es gibt noch Teile an ich sehe das und deswegen lasse ich mich nicht aufhalten. Schließlich kann ich ihn auch als Geist besuchen. Alles klar, du stellst dich gegen den Tod und versuchst das Zeug. Viel Spaß. Leicht machen wir es nicht. Wir entscheiden hier. Nein, ich entscheide dazu. Es ist immer noch meine Entscheidung. Okay, also stellst du dich gegen einen Todesgott, Alter. Viel Glück beim Versuch, gegen die Kindheit von Mark zu gewinnen, Ultra Let's Play. Du hast genau 10 Minuten, um mich zu besiegen. Mehr brauche ich auch nicht. What the fuck? Ich habe hier jetzt wirklich ein fucking Zeitlimit. Willst du mich verarschen? Du hast hier jetzt nicht wirklich ein Zeitlimit eingebaut, Fragezeichen, man. Wer von euch war Ultra Let's Play? Gelöste Probleme sind die besten Probleme. Was? 6 Pokémon? Zugabe, ja. Bringt dir viel, wenn du schneller bist. Sonic, ich esse dich. Ja, One Hit. Kommen jetzt lauter Charaktere aus Spielen, die der Ultra Let's Play schon gebracht hat. Ein Glück läuft das Zeitlimit nicht weiter, das wäre alleine durch die Erfahrungspunkte schon voll. Aber echt coole Musik hier, gute Auswahl, bleibe ich bei. Und was direkt Rasierblatt, das Moveset ist anders als im Original. Und seht ihr, es ist wirklich gut, dass hier die Zeit nicht läuft. Weil diese Erfahrung von Mario, Alter. Okay, Mario ist aber no problem, Alter. Hat er hier extra eine Pokémon mit einer Pflanzenschwäche benutzt, oder? Ein Crit, super effektiv, tot. Irgendwo kommt mir der Track auch bekannt vor.
wie ich übrigens in die Kommentare geschrieben hatte. Warum Spider-Man? Und das Ding ist jetzt halt eigentlich voll der Konter gegen Chillers. Wie ich schon in die Kommentare geschrieben hatte, das Team beim Battle gegen Olaf Moon 500 war, ich sollte lieber auf Tackle gehen, war ein Q-Rem-Remix von Super Mystery Dungeon. Ich kannte ihn, weil er fast genauso klang wie das Original aus Portale. Okay, also Sonic, Mario und Spider-Man sind down. Guter Kampf. Und offensichtlich... offensichtlich ist das hier der Endboss, von dem ich gehört habe, dass man ihn irgendwie skippen kann. Ich sage SpongeBob aus. Und ich hoffe, die Musik beginnt gleich nochmal. Ja, genau. Habe ich mir gedacht. SpongeBob wird jetzt leer geschmiert. Du kannst mir nicht, SpongeBob. Erfahrungspunkte Boost. Spyro! Das Design ist halt schon geil. Ich glaube, hier ist Tackle auch wieder besser. Ja, okay. Lief leider noch ein oder zwei. Ich habe nicht mitgezählt. Obwohl, doch nur noch eins. Und das wird mich auch nicht down kriegen, bin ich mir sehr sicher. Ist, wenn ich ein Digimon Lutexo auf 1, was will das von mir? Down, Chillast, okay. 12 Erfahrungspunkte. Gewonnen. Was, das ist ein bisschen, nein, das war einfach, ohne Ende. Das war sau einfach. 39, hä? Ah ja, immer mit der Kangama-Statue reden. Und dann vermutlich nochmal mit Ultra. Ich hab geschafft, jetzt muss ich nur noch wissen, wie ich hier rauskomme. Du bist anders als die anderen Besucher hier, um rauszukommen, musst du dich konzentrieren. Und genau wissen, wo du hin willst. Weiß genau, wo ich hin will. Danke, dass ihr mich nicht aufgewacht habt. Haben sie doch. Die YouTuber sind sprachlos. Und ich da irgendwo, Mark immer noch glaubt, dass ich existiere. Wo bin ich? Ah, das ist also der Ort, den er niemals vergessen konnte. Der Strand in seinem Herzen. Hier werde ich ruhen, bis dann wisst ihr, wo er mich bündelt. Ah, und hier kann man jetzt... oder? Hä? Hier ist nur eine Truhe. Ist hier, was ich denke? Box der Erinnerung, ja. Box der Erinnerung. Das hat Fragezeichen lange angekündigt. Man kann hier noch Erinnerungen sehen. Ja, wir haben es geschafft. Er wacht auf. Nein, das darf nicht passieren. Währenddessen bei der Kapsel. Wo bin ich und wo ist Kanimani und warum stürzt das Gebäude ein? Fuck das Gebäude. Warte hier, Fragezeichen, man. Muss die Leute rauskriegen, bevor es zu spät ist. Ich bin nicht der Einzige, der hier verwirrt ist. Ja, ich bin auch verwirrt. Du musst schnell raus, bevor das zusammenstürzt. Wer bist du? Keine Zeit, raus! Alle rannten raus, außer Fire. Hm, was denn das? Ein Retterteamorden. Ja, die Wand ist eingestürzt. Nein, das ist Genji, nein, beide waren eingesperrt. Danke, dass du versucht hast, mich zu retten. Ich bin Fire. Ja, ich bin Genji. Warum bist du nicht weggerannt? Ich bin leicht, hier, man kann mich leicht ablenken. Und da war sowas auf dem Boden. Das ist mein, that's mein Retterteamorden. Vielleicht kommen wir, haben wir noch Hoffnung. So, wir haben ein Problem. Endlich, ich bin fast lebendig. Es fehlt nur noch eine letzte Verbindung zur Pokémon-Welt.
Gingy und Nira Tatimon. Fire wurde wieder in seine Welt transportiert und Gingy zurück zu Fragezeichen. Nein. Ich bin froh, dass es lebt, aber wir haben ein anderes Problem. Und was? Der Virus ist lebendig. Hahaha, ich liebe diese Macht. Wie ist das nur passiert, als was? Ich wollte nur meinen Sohn aufhängen. Ah. What the fuck? Er hat all diese Leute ausgelöscht im Labor. Was sollen wir tun? Was passiert hier schon wieder? Eigentlich habe ich auch gedacht, die Rückblenden wären nur Szenen an, die schon waren. Deswegen habe ich mit der unteren jetzt begonnen, weil ich mir bei der dachte, die war vielleicht noch nicht. Aber die Story hat übrigens, da geht's nicht weiter. Wir müssen einen Ort finden, wo wir den Virus zerstören können. Ja. Okay, was sind wir jetzt? Okay, was wollt ihr von mir? Müssen wir alle unsere Welten retten, indem du Günther rettest? Warum macht ihr das nicht selber? Weil dann dann werden wir in eine andere Dimension gesendet. Wir verlassen uns auf dich, Chillast. Bist du bereit? Nein. Das Schicksal der Welt hat ein Pizzaboten. Und ich hab mir wirklich... Warum? 99% Dimensionsübertragung, Fehler bei der Dimensionsübertragung. Wir sind noch hier. Das muss der 1% Fehler sein. Ich meine, ich habe gedacht, irgendwas gehört zu haben an der Tür. Ihr denkt also, ihr könnt einfach in eine andere Dimension entkommen. Nicht mit mir. Okay. Wir wollen gar nicht entkommen, wir wollen die anderen stoppen vom Entkommen. Dann bin ich nicht. Wir sehen uns hier. Willst du mich verarschen? Was machen wir? Ja, wir können nicht reisen oder gucken, was da ist. Ja, schauen wir. Kann ich mitmachen? Warum nicht? Eines Tages besucht mich Günther zu Weihnachten und kommt wieder zurück, aber das ist eine andere Geschichte. What the fuck? Aha. Also, das war leicht verwirrend. Gingy, denke ich, ist wirklich die wir schon hatten, kann das sein? Augen zu, warum ist sie so schnell? Soll ich ihm die Wahrheit sagen? Würde er ihr nicht glauben. Ich bin okay. Da ist mein Haus, was meinst du hier, Wisst ihr was, das ist gerade vollkommen komisch. Lest selber, ich blick nicht mehr durch. Also, du meinst hier, ich will, das ist, glaub irgendwas. Irgendwas ist passiert. Oh Gott, mein Briefkasten ist kaputt, was ist hier los? So, sie hatten recht, diese Pokémon-Dimension existiert, was sollen wir tun? Ah, okay, Pokémon existieren. In Jagolds Raum. Rock ist Rhythm, der durch Eingreifen ins Bewusstsein von einer Person beginnen, die ganzen Welten zu existieren. Du musst weiter gucken, hier stehen nicht welche Personen, dadurch, dass diese Person die Welten. Da verschwinden Menschen, oh, ich bin schuld, geil. Die Menschen landen in der Pokémon Welt und versuchen, diese. Ich blick nicht mehr durch! Welche Eingriffe beginnen langsam aufzuwachen, wenn er aufwacht, wird die Pokémon-Welt zerstört, die man kennt. Warte, der Teil vom Virus kann nicht geöffnet werden. Und sogar die Pokémon-Welt, die ich kreiert habe. Ja, wie ich dachte. Meine Welt geht auch kaputt, die geht kaputt, ja. Ich muss wen in die Welt senden. Gingy, du weißt, was du zu tun hast. Wo hast du meine Nummer her? What the fuck, ich hab keinen Bock auf die anderen Rückblenden. Ich blick nicht mehr durch. Wir sehen uns gleich in Pixelmatch Story wieder. So, bin wieder da. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich, wenn ich mit Pixelmatch fertig bin, schon mal selber die anderen Stories noch aufnehme, aber mit dem Hochladen muss ich halt dann noch warten.
Neues Spiel. Nee, kein Intro. Das Spiel hat immer noch Spoiler. Rede mal mit Kangama, sonst die gefette Schelle. Was will sie spielen? Ich mache jetzt trotzdem weiter mit Pixelmatch, weil das kann ich hochladen. Sehr geehrte Damen und Herren, Sie sind einer der wenigen, die zum Event des Jahres eingeladen wurden, um nun unser neues MMO-Game zu testen. Bitte treffen Sie uns unter diesen Koordinaten. Ich mag Videospiele vor Ort. Trailer anzeigen, hoffentlich nicht Copyright oder so. So. Hier ist irgendwas mit Dunkelheit. Das ist sinnvoll. Habe ich doch gesagt. Also, wie geht die Weltenreise? Es ist schrecklich. Ich habe bemerkt, wie nötig ich bin. Mein Name ist Ultra. Weil wir sie keinen Namen haben. Was? Wenn sie einen Stein berührt, geht's Universum kaputt. Rede jetzt. Alter, diese 100 Kriegsfinger, die wieder Ultra, die Welt geht in 5 Minuten unter. Pokofins kann das Universum zerstören. Weil ich krieg meine 100 sonst nicht wieder, oh mein Gott. Ich bin ein letzter verpixelter Gegner. Pixelmatch, wo bist du? Okay. Macht eh nix. Ich spiel einfach weiter dumm. Wo bist du? Fragezeichen, Mann. Warte eine Sekunde, die Stimme kenne ich. Pokefins, du bist auch hier. Hi, du bist also Pixelmatch. Hi. Selbst Ultra ist hier. Hier stimmt irgendwas nicht. Aber egal, ich hol mir erstmal ein Autogramm. Nach der Autogrammstunde. Tut mir leid, dass ihr warten musstet, aber wir sind bereit, euch die Zukunft des Gamings zu zeigen. Mann, bin ich gespannt. Mir gefällt's hier nicht. Wir müssen nur in diese Kapseln reingehen. Habe ich's also gewusst. Und das ist ungefährlich? 100%. Okay, das heißt, vielleicht ist es doch nicht ganz so, dass die Storys... Vielleicht sollte man diese Story sogar früher spielen, weil offensichtlich kommen hier die ganzen Leute erst in die Kapseln, die zum Beispiel bei Chillast in den Rücklinken dann ausgebrochen sind. Leute, wartet, setzt euch nicht rein, das ist zu spät, sind alle schon drin und jetzt werden wir auch dichter. Scheiße, ich komme hier nicht raus, ich hoffe meine Erfahrung mit Sword Art Online lohnt sich jetzt. Okay, wir haben die ersten Versuch, Kaninchen um Ash aufzuwecken. Was ist passiert? Sei er vom Blitz getroffen? So seine Atmung und sein Gehirn intakt, aber er wacht nicht auf und er denkt nur an Pokémons. Ich werde dich da rausholen, Ash, selbst wenn es das Letzte ist, was ich tute. Tutut! Okay, und ich würde sagen, an dieser Stelle reicht's für die heutige Folge. Wir haben zwar kaum begonnen, aber dann haben wir die nächste Folge schön Zeit für diese Story. Und ich kann dann am Ende der Story auch die Folge beenden, weil ich die übernächste ja erst später hochladen kann. Ansonsten seht ihr die nächste auch erst später. Ciao.